Der Prime Property Award zeigt ja Leuchttürme auf, besonders gute Beispiele von Immobilien, die unter Nachhaltigkeitsaspekten geplant und entwickelt werden. Und mit diesen Beispielen kann man auch Investoren sehr gut ansprechen. Und genau diese Beispiele, die wollen wir eben mit dem Award auch zeigen und damit dann eben auch Investoren einen Anreiz geben, in die gleiche Richtung zu denken. Union is doing a great job, not just giving the award to the best project, but really making a book out of it, showing the professionals in real estate which projects have set the standard. And I think it's a learning curve. We are learning from the projects around Europe. Damit gibt es auch eine wechselseitige Befruchtung zwischen den Ländern und den Marktteilnehmern in den Ländern, wo vielleicht die Lösungen noch etwas anders sind. Und das ist gerade so spannend, das zu zeigen und hier insofern das Ganze auf einer europäischen Ebene auch vorzuführen. It's nice for the award, we give the prize, but we have to communicate to a wider scale of property owners, property investors, what's in it. Is it profitable? And 15 years or 10 years ago, everybody would, does it pay back? Today it's not a matter of do it pay back. It's a matter of we cannot afford not to do it. Maidan ist ein besonders erstaunliches Beispiel. Wir haben das ja schon 2008 prämiert. Es handelte sich nämlich um ein Shoppingcenter in der Türkei. Das war wirklich sehr überraschend. Es hat aber gezeigt, dass auch in solchen Ländern mit sehr schwierigen, auch klimatischen Umfeld, auch durchaus ja in einem Land, das noch nicht so weit entwickelt ist in seiner Volkswirtschaft, dennoch auch wirklich wegweisende Beispiele möglich sind. Deswegen ist das mit aller Berechtigung auch damals prämiert worden und ist eben ein hervorragendes Beispiel auch heute noch. For sure, it's properties without this green thinking do not have a chance to stay in the market in the way that they want to. Was wir natürlich auch feststellen ist, dass das, was vielleicht in 2008 herausragend war, heute fast schon Standard ist. Also da hat sich etwas weiterentwickelt und man muss heute wirklich als Entwickler oder Investor, wenn man den Preis gewinnen will, schon wieder einige Schritte weitergegangen sind. Wobei es nicht unbedingt so ist, dass das gleichzeitig heißt, also die komplexesten technischen Lösungen zu finden, sondern es ist durchaus so, dass manchmal auch Einfachheit und zurück zu den Ursprüngen die besseren Lösungen bringt. Insgesamt spielt das Thema Ressourcensparen, Energiesparen nach wie vor natürlich eine große Rolle und Projekte, die das besonders gut schaffen, haben schon mal einen gewissen Vorsprung. Da müssen die anderen Aspekte eben noch dazukommen.